999. Wenn das mal gut geht. Das geht wieder in die Hose. Das gar nicht gut. Eben erst noch geprobt. Keiner weiß, wer anfängt. Das ist typisch für diese Band. Das kann jetzt noch eine Stunde dauern oder so. Was erwartet man hier auch? Vielleicht trinkt ihr zwischendurch was. Ich hab mir grad einen Iglu gekauft, nördlich von Hammerfest. 81 Grad, 12 Minuten Nord, 76 Grad, 50 West, Oberkellner. Es hat Eisbahnanschluss und Polarenergie, hat einen Südbalkon und einen Pool. Ich hab dem Makler sofort zugesagt, denn für den Preis ist die Wohnung echt cool. Eigenheim aus Eis. Es hat eine gute Bausubstanz und alles ganz in Weiß. The girls! Alles ganz in Weiß. Ein eigener Iglu auf eigener Scholle, deine Nachbarn weit und breit. Ich muss auch niemals Rasen mähen, weil es ständig schneit. Entschuldigen Sie mal die dumme Frage, aber im Kaufvertrag ist hier von einem Südbalkon die Rede. Wo ist der denn? Der Südbalkon, der ist natürlich abgezaunt. Ja, Hochsommergutterwald. Also, der Keller? Da ist der Südbalkon reingeflossen und das Vielfalt der Temperatur sofort wieder zu. Und leuchtet ein. Nach diesem Gespräch bin ich ziemlich frustriert. Der Makler ist ein Eierbär. Darf ich auch nicht benutzen, weil sonst esse ich mit dem Estrich wer. Beim Pinkeln friert mir der Hammer fest, im Fernsehen ist immer nur Schnee. Und obendrein plack ich eine Erkältung an, ich bin gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Gesundheit, junger Mann, danke. Voll schnupft oder was? Ja, sagt, Sie haben sich mal mit einer Mischung aus Robbensperma und Streusalz probiert. Das ist ein altes Hausmittel hier oben. Es hilft eigentlich immer. Aha. Ein eingeschneites Eigenheim. Ein Eigenheim aus Eis. Das mag eine gute Kapitalanlage sein, doch die Lage fordert ihren Preis. Was hat mich geritten, diesen Iglu zu kaufen? Warum nicht gleich eine Hühnerfarm? Ich kaufe lieber einen Tiroler Hut, der steht mir gut und hält mich warm. Steht ihm gut und hält mich warm. Da hören Sie mich aber ganz schön aufs Glatteis geführt mit dem Kauf, ne? Jetzt aber mal halt lang, intuitiv würde ich sagen, sind ein bisschen Polaroid, holla, 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 und die Freitag hier. Was, Polaroid wäre ich, ja? Intuitiv würden Sie sagen? Das ist doch Schnee von gestern, was Sie da erzählen. Was die Frostbeulenfest wünsche ich Ihnen an den Hals, junger Mann. So was muss ich mir jetzt aber auch nicht sagen lassen, von Ihnen, die eingestellten Eigenheimbesitzer. Ich könnte mich beim Eis lecken, wisst ihr das? Ich könnte mich beim Eis lecken. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Rahmen der Polarkreis. Ich habe einen Eisbahnstock. Das muss ich mir nicht bieten. Unverschämt, dann schau auf hier. Ach, scheiße, aber eine Feierabend, Schuss, Ende, sind Sie aus. Unter diesen Bedingungen